Willkommen, schönen guten Abend. Vor Rekordkulisse verkaufen Sie nicht nur die Halle aus, sondern auch die Pressekonferenz. Immer voller. Einen Platz haben wir noch zur Verfügung nächstes Mal. Das Laptop passt auch gut hin. Johann, es ist mir eine besondere Freude, dass du heute hier bist. Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe gehört, du bist ein Espresso-Trinker. Daher dein Sieggeschenk. Bitteschön. Oh, danke. Und deine Mannschaft hat auch zum Einstieg reichlich Nespresso oder Espresso getrunken, so wie ihr gestartet seid? Na, erstmal gratuliere an meine Mannschaft. Ich denke, dass wir, es ist eigentlich sehr einfach. Erste Halbzeit haben wir verdient, wenn man guckt nach der ersten Halbzeit, haben wir verdient gewonnen. Wenn man guckt nach der zweiten Halbzeit, hat Hamburg natürlich verdient, um das Spiel zu gewinnen. Ich denke, dass wir am Ende einige Big Plays gemacht haben. Aber wir hatten Hamburg niemals Zug in das Spiel müssen lassen kommen natürlich. Wir haben zu viele einfache Körper gegeben am Anfang. Oh, is that actually the truth of English, Mike? Kein Problem. Oh, okay. Ich denke, dass am Ende hatten dann beide Mannschaften verdient. Wir waren vielleicht ein bisschen schlauer am Ende, so gratuliere an meinen Spieler. Die Fan-Unterstützung war heute natürlich etwas sehr besonders. Das war, denke ich, schön für die Bundesliga, um das so mitzumachen. Und natürlich auch für Göttingen. Man sieht, dass Göttingen Basketball immer fantastisch ist. Und auch noch ein großes Kompliment an Mike. Ich denke, dass er hier einen großartigen Job macht. Und bei Poland, das ist nicht so einfach, um das zu machen. Er ist something that you look up to as a young coach. Thank you well, Johann. Mike, du hast nach dem letzten Spiel gegen Ludwigsburg gesagt, es wäre schön, wenn wir mal nicht mit einem Rückstand starten. Jetzt haben die Göttinger reichlich Espresso-mäßig gestartet. Woran liegt es, dass wir nicht scharf ins Spiel kommen? Ja, erster Glückwunsch an Johann und die Göttingen-Mannschaft. Die Mannschaft hat in den letzten paar Wochen sehr gute Leistungen. Bamberg, Oldenburg hier heute. So das ist klar gute Arbeit von Johann. Und die Mannschaft hat klar Fortschritt gemacht. Unser Ziel war, der erste Viertel zu gewinnen. Und wir haben das nicht gemacht, gereicht. Credit für Göttingen. In der ersten Halbzeit hat starke Leistung. Unsere Mannschaft war nicht bereit in Verteidigung, immer spät Screens und Situations. So für mich, das ist die Mentalität für das Spiel, für unsere Jungs. Wir haben viel geredet für unsere Mannschaft und wir werden weiter reden mit den Jungs. Aber man sieht in der dritten Viertel, was ist möglich mit dem Kampfgeist und dem Rückkampfen. Und was ich frage, ist, warum nicht in den ersten paar Minuten aggressiv de Anfang im Spiel. So, das ist unsere Frage und wir werden weiter arbeiten mit den Jungs, mit der Competitive Mentality und verstehen, was der Kampfgeist und was ist für ein Sieg in der Bundesliga ist necessary. So, der dritte Viertel war perfekt für uns, der Kampfgeist, aber so ein Rückstand zu jedem Gegner zu geben, das ist unacceptable für uns. Legen wir los mit der langen Frage. Mike, what was the message to the team after the embarrassing first half? Our fans deserve better. We felt like we disrespected ourselves and disrespected our game. And you saw the fantastic Unterstützung from the fans in the Tertius Viertel. It was viel Energie für die Jungs und hat ein Lauf gebaut. So again, our Towers fans deserve better. They deserve to see a team with that Kampfgeist for 40 Minuten. That's not enough for 20 minutes. It's not enough to play for 15 minutes. And our players, our guys have to understand that. We saw a great third quarter. We saw a great comeback. It fell short with our execution at the end. And we have to give credit to Göttingen, who clearly controlled the game from, let's say, the beginning, built the lead. And we've got to really look at our game and get better. Do you expect more from the go-to guys, especially in the first half? 100%.
100%. Again, we have some young players that are relying on certain guys to produce, and when these guys are not producing or in foul trouble, it puts extra pressure on our young guys. And this is a difficult situation that you know, then the guys, you know, the young players that are trying to get their experience, they're doing the best they can, but we see some mistakes. So again, we've got a lot of work to do. We need more from certain players. But again, it's a team situation. And again, we want to focus on the positive of the third quarter, build on it. But again, it's consistent with every game. We've got to start better. We've got to play more consistent. And it can't be just 20 minutes of the game that we play and fight. We've got to fight for 40 minutes. So I think there were a couple bright spots. I thought Prince did really well out there for us, both ends. You know, I thought Jorge, for his first game, made a big impact. You know, he obviously ran into a little fatigue towards the end of the game, but I thought he did very well. Yannick, again, was solid. You know, he was pretty productive. Again, Justus off the bench, solid. Marshawn in the third quarter, you know, played like we needed him to play. But again, in general, we need more from the guys and more from the team, you know, completely. Johann, Jan Rostetkowski hat jetzt zweimal über 20 Punkte gemacht. Kannst du dazu kurz was sagen? Na, er kommt natürlich von einer guten Schule. Ja, er kommt von Texas. Wir wussten, dass Dylan ein guter Spieler war. Wir haben das Vorteil gehabt, dass wir ihn als Extra-Spieler können reinbringen. Und wir haben dann die Zeit mit ihm genommen, um ihn zu integrieren. Weil wir natürlich Carter und Kramer haben. Und dann, ja, letzte Woche habe ich entschieden, dass es jetzt Zeit war für Dylan, um anzufangen, mehr Minuten zu machen. Und it's not disappointing. Ja, wir spielen jetzt mit einem Big Man. So, das ist natürlich dann ein anderes Spiel und es ist nicht Zufall, dass wir dann auch jetzt zweimal gewinnen. Was haben Sie gedacht, als es ins letzte Viertel ging, wie man so schön auf Deutsch sagt, gegen Göttingen die Düse nach diesem Wahnsinns dritten Viertel von den Towers? Hatten Sie Angst, das Spiel zu verlieren in dem Moment? Oh, Angst habe ich niemals. Ich hatte das Gefühl in der ersten Minute, in der zweiten Halbzeit schon, dass wir haben 4 Layups gleich weggegeben. Dann weiß man, ich bin schon 16 Jahre Trainer, habe ich schon mehr mitgemacht, dann ist alles wieder möglich. Sehr sicher, wenn die Fans dann hinter die Mannschaft jetzt stehen. Aber ich denke, dass wir am vierten Viertel das Spiel wieder kontrolliert haben. Aber dann vielleicht, wenn wir am Ende die Free Throws auch noch machen, Lockhart, dann ist vielleicht das Spiel schon früher gedauert. Aber ich bin zufrieden am Ende muss ich zufrieden sein mit einem Spiel gewinnen. Das BBL, wir gewinnen nicht viel, das wissen wir, so let's celebrate. Mike, am Ende war Göttingen mit 3 Punkte vorne, noch 7 Sekunden zu spielen. Ihr habt nicht gefoult. War das der Plan? Yes, that was the plan. We wanted to try to get a steal without fouling. We were playing for the point differential at the point. And as the game went on, we had a defensive breakdown on the wing. We opened up Hunt, and he hit the shot at the buzzer. So, again, another situation that we have to look at and examine our lack of defensive execution, three-point line coverage. Mike, is it even more frustrating? You have 2 weeks to prepare the team for that special game and then such a flat performance going on? Yeah, without a doubt. You know, we expect more from our players. We expect more, clearly. You know, again, Göttingen did nothing that surprised us today. We were prepared for this game. You know, we knew exactly what was coming at us. And the flat start, to me, is not about systems, not about tactics. This is about our team and the competitive mentality. You know, I think it comes down to the leadership. I think it comes down to the veteran players and some of the younger guys that are learning about what it takes to win in the Bundesliga. So, again, I've said it consistently. We unterstütz unsere Jungs. We're helping them develop. We're helping them improve. But again, we're having a really difficult time finding the Bundesliga level, being consistent on both ends, and doing it for 40 minutes. So I think we've made progress since the beginning of the year. But again, it's just not enough. We've got to be better, and we expect more from our guys.
You are talking about the young guys, but let's talk about an experienced guy. What's going on with Heiko? I mean, he has 14% of his three-point shots, no shots in the zone. How do you think about that? I mean, he should be the guy who is responsible for the most important points. I thought Heiko played hard and tried hard out there today. You know, he had a couple open looks. Obviously, we moved him off the ball. We believe in Jorge and Justus at this point. And, you know, Heiko is really experienced. And I think he accepted his new role and he played hard. But again, you know, we need that production from these guys, especially the veteran players. That takes the pressure off of these young guys. And if we can get more consistent play out of Marshawn and more consistent play out of Heiko, that really helps us. How do you fight frustration? I guess it's creeping in when you have 1-6. Yeah, I mean, that's the hard part. You know, confidence comes from wins. And we've just got to keep working. I think the big thing is to focus on the process and help players get better, help them develop. Well, we understand we have a young team. We have to watch the situations, look at the situations, look at our defensive effort, our defensive breakdowns, look at the good, look at the bad, and try to be more consistent. So we'll keep working. But again, you know, this is not unexpected for the Hamburg Towers as an Aufsteiger. It's not unexpected. You know, it's a tough league, and we've got to keep working to be more consistent. And again, I want to say credit to Göttingen, Johan. They beat us today. It was a well-played game. They controlled it. And it shows, again, that we have work to do. So we'll get back in the gym and keep working. Sofort klar, dass Jorge heute startet für Justus, weil Justus war ja in der vergangenen Woche auch sehr gut. Ja, aber you know, Jorge hat viel, viel Erfahrung. Und ich glaube, für sein erster Eindruck war sehr stark heute. So hat viel executed von unser System, hat sehr gut Pick and Roll gespielt, hat Post-up Spiel gemacht, hat executed unsere Verteidigung. Und für mich die Ballbewegung, 8 Assists, 21 Assists als Mannschaft, das ist klar Fortschritt für uns. So wir sind sehr zufrieden mit dem Spieler mit Erfahrung, mit Jorge und ein Beispiel für Justus. So ich glaube, das ist eine gute Kombination für die Zukunft. Johann, du hast gesagt, am Ende habt ihr schlauer gespielt. Hast du da eine bestimmte Szene, einen Spieler oder das Team an sich? Nee, das vierte Viertel haben wir einige gute Stops gemacht, haben wir ein bisschen clever verteidigt. Wir haben da gut verteidigt auf die Hammerplay am Ende des Spiels, wo Gutierrez out of bounds steppt. So, in general denke ich, dass wir auch, wir haben viel Fouls ausgelockt im vierten Viertel, haben wir im dritten Viertel nicht gemacht. Ich denke, dass wir vielleicht ein oder zwei Mal nach die freie Wurflinie gegangen sind, dann sind wir im vierten Viertel wieder ganz anders. Dann haben wir es. Kai, du bist schon nach Hause zur Pizza. Okay, die längste Pressekonferenz ist jetzt auch zu Ende, nach einem spannenden Spiel. Männer, lasst euch die Bärte wachsen. 2 Wochen ist das Schnurrbartspiel gegen Medi Bayreuth. Dann sehen wir uns wieder. Ansonsten schönen Abend noch. Kommt gut nach Hause. Danke. Danke. Ja. That's yours, man. Of course.